Hallo, mein Name ist Agnes Kionka und ich bin die CEO von A1 Algarve Luxury Real Estate. Ich wollte Ihnen heute etwas über die Algarve erzählen, denn tatsächlich sind die meisten meiner deutschen Kunden über die geopolitische Lage in Deutschland erschüttert und teilweise sehr beunruhigt. Viele Deutsche zieht es dann in ein europäisches Land, das man möglichst mit dem Auto erreichen kann. Das wäre dann normalerweise Spanien. Aber neben Spanien ist jetzt auch Portugal zu einem solchen sicheren Hafen geworden. Mit ihrer wunderschönen Küste, den herrlichen Stränden, dem sauberen Wasser, dem tollen Wetter, dem fantastischen Essen. Dem Super Lifestyle ist es eigentlich jetzt momentan auch der perfekte Zeitpunkt zu kaufen. Wussten Sie, dass die Algarve einer der am schnellsten wachsenden Immobilienmärkte Europas ist? Einige meiner Kunden haben sich vor 4 Jahren dazu geäußert, ja, in 4 Jahren wird das sowieso alles wieder fallen. Es ist nicht der Fall und heute kommen sie zurück, kaufen. Wenn sie sagten, hätten wir doch nur gekauft vor 4 Jahren. Tatsache ist, es ist nie zu spät und im Moment sieht es nicht danach aus, dass diese Immobiliensteigerung, also die Wertsteigerung in irgendeiner Form rückläufig werden könnte. Also verpassen Sie nicht den perfekten Zeitpunkt zu investieren. Ich werde Ihnen jetzt nochmal 3 Punkte aufzählen, die wichtigsten Vorteile einer Investition an der Algarve sind. Erstens, der steigende Immobilienwert. Die Nachfrage nach Immobilien nimmt ständig und stetig weiter zu, was eine beträchtliche Investitionsrendite garantiert. Zweitens, der attraktive Lebensstil, der Lifestyle an der Algarve. Sie können das wunderbare Wetter genießen, die reiche Kultur, die wirklich exquisite Lebensqualität für einen wesentlich niedrigeren Unterhaltungspreis als in Deutschland oder in deutschsprachigen Ländern wie Österreich oder der Schweiz. Und drittens ist es der starke Vermietungsmarkt. Also sie profitieren von dem starken Zustrom der Touristen. Portugal ist sehr en vogue. Es ist wirklich tatsächlich ein wunderbarer Platz zu besuchen. Und indem sie Immobilien vermieten, wenn sie sie nicht selbst nutzen, können sie wirklich gut dran verdienen. Es ist alles ganz unverbindlich. Ich mache keinen Hard Sale und meine Firma ist eine kleine Boutique-orientierte Firma. Das sind 5 Mitarbeiter insgesamt, und die für sie einfach ohne den Druck einer großen Firma nicht unbedingt mit Gewalt verkaufen müssen, sondern zunächst einmal sind sie im Mittelpunkt für uns. Wenn Sie interessiert sind an einer Investitionsmöglichkeit hier an der Algarve, wäre ich gerne Ihr Ansprechpartner. Sie können gerne von meiner Erfahrung profitieren. Ich bin seit über 20 Jahren hier lokal als Immobilienmaklerin tätig. Ich bin eine geprüfte Maklerin und habe eine AMI-Nummer, natürlich eine Lizenz. Meine Firma ist ansässig, sie ist lokal und Muttersprache Deutsch. Also ich bin sehr, sehr gerne behilflich